zweite Folge. Junge, haben wir gestern abrasiert? Da mussten wir uns erstmal richtig ausschlafen mit der Aktion gestern. Wer es nicht gesehen hat, Leute, auf jeden Fall die letzte Folge mal reinzimmern. Boxen, boxen, boxen. Kommt alle Tinten ins Kajak drin. Drei Routen, von einer muss ich mich heute noch verabschieden. Da wir heute ein bisschen auch Zander machen wollen, nehme ich die Zanderroute auf jeden Fall mit. Finesse Shad, auf jeden Fall Allround-Waffe, die muss auf jeden Fall auch mit. Und ich habe Bock auf eine Casting, deswegen bleibt die Spinning halt mal hier. Ich habe meinen Mietwagen, ein Peugeot. Und wir waren wirklich begeistert. Wir dachten so beide, ach, Peugeot, kann ja nichts werden. Die haben irgendwie sogar ein neues Logo, sieht ganz fresh aus, auch von innen, das Auto eigentlich. Ganz cool. Jetzt fahren wir gerade. Guck mal, was ist? Der Hauptdisplay funktioniert nicht. Ja, ich kann einfach nicht sehen, wie schnell ich fahre. Das Ding einfach, geht einfach nicht. Ja, Auto ausgemacht, angemacht, fünfmal raufgeschlagen mit ein bisschen Schwung auch mal. Man kann nicht so schnell fahren mit dem Ding jetzt mal. Ja. Richtig gut. Muss ich bei der Autovermietung anrufen und sagen, dass wir uns ein neues Auto bringen. Weil ich glaube, somit ist keine Verkehrssicherheit mehr gegeben. Und ich darf das Auto eigentlich wahrscheinlich nicht mehr bewegen. Vor allen Dingen auch bei der Rückgabe. Müssen sie den Kilometerstand angucken, die müssen gucken, ob wir vollgetankt haben, das können sie nicht. Und hier sind sie wieder, unsere Yaks. Und hier werden die fettesten Barsche der Welt geboren. Der See ist übrigens so ein Trinkwasserreservoir, ne? Und mit dir, du telefonierst sogar mit einer Flosse oder wen hast du am Hallo, Ort? Hallo. Das, was da Felix hat, das ist übrigens kein riesiger Knopf und auch kein XXL-Button. Das ist einfach mal ein Unterwasser-Housing für seine Riesenkamera. Und kostet wie viel? 3 Scheinchen. 3K? Mann. Alter. Viel zu teuer. Ey, aber das hier ist wirklich ein Trinkwasserreservoir. Und Leute, in diesem See gibt es so unfassbar viele Krebse. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das ist halt auch der Grund, weswegen die Barsche einfach so utopisch groß werden. Und dieser See einfach nur noch liebevoll Perchzilla genannt wird. Ich wollte den Typen mal fragen, woher diese kleinen Löcher kommen. Wir haben nämlich im Flachwasser, Leute, ganz viele so kleine Löchlein gesehen. Yesterday we were at a place where we saw a lot of holes. Is it from the crawfish? The holes? En el agua hay agujeros. Sí. Es cangrejos? Sí, sí. Correcto. Ja. Hat man recht? Ja. Grande. Grandes, muy grandes. So eine Löcher? Yes. And they are all the time, daytime, they are inside? Yes. And at night they came out. Alright. Okay. Krass. Müssen wir mal heute einen raustauchen aus dem Loch. Maybe drop shot with a... Yes, it's good. Yes, yes. Super nice. Pero so. Los cangrejos americanos o otros? No estoy seguro, la verdad. Creo que son americanos. Sí. No estoy convencido, okay. Vale. Die sagen gerade, dass sie Amerikaner hassen. Ja, du bist ja so richtig satisfying ist. Das. Boah, ist das gut. Schöne Scheiße, Leute. Da wollte ich das Video richtig schön aufwerten und habe die Drohne versenkt. Schön hoch, Windböe, zack, Peng, Knall. Und jetzt haben wir da einen Felix. Ich muss wieder arbeiten. Diese Spots hier sind unreal. Ich zeige euch das mal auf der GoPro. Das ist so geisteskrank, was hier an Steinfeldern, versunkenen Bäumen, Ästen, Steinhaufen, Felsen, Hügeln, Kanten, Krautfeldern, Bänken. Also es ist wirklich, das ist, also nur irgendwie 10 Quadratmeter davon in einem See bei uns und das wäre irgendwie der krasseste Hotspot in 10 Seen. Das ist hier einfach überall so. Flaches Wasser. Kanten, die nicht zu steil sind, die nicht zu flach sind, also genau richtig so. Du kannst mit einem Wurf von 2 auf 6 Meter runterfischen. Also schön hier. Bisschen regnen soll es halt auch noch, aber W6 Rainsuit regelt. Gibt's auch mit einer Hose übrigens passend dazu. Also das ist wirklich geisteskrank, dieser Anzug. Zieht euch mal rein hier. Zack. Peilt einfach instant ab. Also, wir machen weiter. Erster Spot war nichts. Felix hat einen Fisch gesehen. Einen richtig fetten Barsch. Aber er versucht seit einer Viertelstunde verzweifelt den Fisch zu bekommen, aber es gelingt ihm nicht. So, wir sind jetzt kurz mal an Land gefahren. Der Spot von gestern, wo wir hier die zwei großen hatten, oder einen 49er und einen 50er, der hat wieder einen Fisch produziert. Der hat gerade direkt unterm Kajak gebissen.
Den zeige ich euch jetzt mal schnell und dann ziehe ich mich kurz um, pack mich in den Neo, weil dieser hübsche Herr hier hat seinen Köder verschossen. Was passiert? Und wir wollen das Release unter Wasser filmen. Ja, ja. Man kann es gut kombinieren auf jeden Fall. Wir sind hier auch gerade schön im Windschatten von der Insel, drückt schön der Wind drüber. Da kann man sich auch mal entspannt hinsetzen. Wir haben uns entschneidert, beziehungsweise Felix hat sich entschneidert. Der erste Fisch für heute. Geil, Mann. Wir haben gerade schon gemessen auf der Scale. Bisschen über 42 hat er. Kleinste Fisch bisher der Tour. Verrückt. Aber wunderschön, ey. Diese Farben wirklich wie bei uns aus dem Wald sehen. So richtig schön. Knallrote Flossen, so richtig schön. Intensive Streifen. In Holland hast du es ja oft so, dass sie so farblos sind. Ja, und bleich, ne? So richtig. Sehen richtig kräftig aus. Liegt an den Krebsen, die sie fressen. Leute, Felix hat gerade gesagt, warte mal. Hat er jetzt nicht wirklich gefunden, oder? Hast du ihn? Hab ihn. Junge! Digga, du bist der Krasseste. Normalerweise wäre es auch nicht so bitter, aber wir haben gestern leider auch schon einen verloren. Und irgendwie ist dieses Modell gerade besonders gut. Und ich habe nicht viel mehr tieflaufende Twitchbaits dabei. Zeig mal die Farbe. Nee, das ist nicht meiner. Das aber das ist ja halt auch die Farbe, ne? Ja, ja, irgendwas Grünliches, was wir brauchen. Tieflaufender Twitchbait, nicht zu groß. Und ja, zum Glück hat Felix ihn gefunden, ey. Danke, Mann. Essen heute Abend auf mich. Stell dir vor, das Pro-Cure hätte so ein Barsch einfach so attackiert, wo er so unten lag. Ja, so Lockstoff drauf, Leute. Ja. Perfekt ausbalanciert. So, jetzt lassen wir was essen. Krass, da ist ein Krebskopf, sehe ich gerade. Ja? Mhm. Aber ein toter. Ja, ja. Zieh mal rein, wie langsam der sinkt. Ja. Eigentlich sieht man es schon, also der Rücken ist schon relativ dunkel. Naja. Jo, der hat sich gehäutet. Richtig krass, Leute. Wir fahren nachher bestimmt nochmal an diese Stelle, wo diese ganzen Löcher waren. Sind da draußen auch so Löcher im Boden? Ja. Viele? Ein paar. Nee, es geht. Das ist halt extrem, das ist eigentlich so steinig wie hier. Mhm. Und da, wo man denkt, das ist Sand, da ist so richtig viel Sedimentschlamm. Okay, also ganz, ganz weicher. Aber die Barsche stehen wirklich genau, also die müssen genau auf diesen Sedimentschlammkanten stehen. Hm, da, wo das aufhört. Ja, weil überall anderes sind so Bodenalgen. Hm. Und da ist tot. Also da sind die nicht, ne? Nee. Da frisst so viel Sauerstoff wahrscheinlich, da, ne? So klar. Obwohl, ist eigentlich, sind die grün oder abgestorben? Nee, die sind schon grün, aber... Weil eigentlich produzieren die ja dann Sauerstoff. Wenn sie absterben, verbrauchen sie welchen. Sieht trotzdem nicht so fängig aus, ne? Ja, erstmal Mittagessen. Leute, wir sehen uns in 2 Minuten und ich werde euch innerhalb der 2 Minuten zeigen, warum diese Fische hier so groß sind. Ja, Leute, genau deswegen. Ist das heftig? Das sind hier 10 Quadratmeter gewesen. Und das ist jetzt das, was über Wasser ist. Stellt euch mal vor, wie das unter Wasser aussieht. Die pellen sich natürlich nicht an Land. Ist das heftig? Guck mal, hier auch. Das ist schon krass, ne? Auch alle Größen. Natürlich, die sind eigentlich rot. Also eigentlich, Alter, guck mal, was für fette Hawaii dabei sind. Schön fett, ja, kannst schon mal so ein 5-Inch-Ding ranhängen. Über Yoshi schweben die Mücken. Ja. Und über dir die Fliegen, Junge. Mittagspause vorbei. Da kommt wieder die nächste Horde Jugendliche. Und Felix hat hier ein bisschen was Größeres mal am Drill. Sieht nicht nach einem Barsch aus. Oi. Wenn das ein Barsch wäre, Mann. Vamos. Was ist Zetti? Sieht nach einem Zander aus. So, kein verkehrter. Der ist ordentlich. Ja? Schon kurz in der Oberfläche gerade anscheinend. Schon. Was schätzt du? 70 plus hat er auf jeden Fall. Geil, ich muss mal Rückwärtsgang einlegen, sonst bin ich gleich weg hier. Hier ist er. Auf Twitchbait. Schönes Ding, Alter. Boah. Schöne Bulette. Boah. Schönes Brett, Junge. Zander an. Ja, der hat schon Mitte 70. Oh. Alter, geiles Teil. Schön auf die leichte Barschroute als Beifang. Boah. Macht der Bock. Macht der Bock. Der ist abgegangen, Junge. Wenn's beeilen, sonst sind wir hier gleich im Ufer drin. Die ganze Zeit irgendwelche Mai fliegen rum und ich sehe gerade, sind auch überall die Larven, also diese Kokons, Verpackung, weiß ich was. Hier sind die Kokons von den Dingern.
ist gerade auf jeden Fall ein Schlupf. Die fliegen hier alle Nase lang. Felix und ich haben uns aufgeteilt. Ich habe hier Flachwasser gemacht und Felix ein bisschen tiefer. Und der hat einfach mal einen Chatties die Kante abgeangelt oder abgejiggt. Wurde gleich belohnt hier mit dem Fisch. Der ist auch mal gut genährt im Vergleich zu den davor, ne? Ja. Oh, der ganz kleine. Das kleine. Ich habe gedacht, ein Barsch. Ja. Mag vielleicht was Kleines. Schönes Ding, Alter. Schönes. Hilfe, jetzt treibe ich weg hier. Ich würde euch gerne zeigen, Leute. Weil der Zoom meiner Kamera ist im Arsch. Ich komme nochmal ran. So. Oh, schönes Tier, Alter. Ordentlicher. So ein kleiner Gummi. Ja. Richtig geil. Alter, hier gibt es nur gute Zander. Der dritte Zander und der dritte mit so um die 70. Die 70. Alles klar. Piep, 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 piep. Hey, nice. Mann, richtig schöner Fisch. Zum Abend hin dann doch nochmal einer. Geil. Ey, die sehen ja auch wirklich wunderschön aus, ne? Und jetzt in diesem klaren Wasser. Herrlich. Day 2. Eieiei, war gestern eine 10 Nummer. Zwei Zander, irgendwie so random. Einer auf Hardbait, einer auf Gummi. So auf 3-4 Meter. Dann der eine Barsch vormittags. Und sonst nichts. Das Ding ist, hier ist niemand, wirklich niemand, mit dem man sich mal austauschen kann, der irgendwie auch auf dem Wasser ist. Oft hat man es so, ja, man kommt in den Hafen, da sind ein paar andere Boote. Die können sagen, ah, wir haben halt tief gefangen, wir haben flach gefangen, wir haben damit gefangen, wir haben damit gefangen. Wir müssen halt wirklich alles selbst probieren. Wir haben keinen Guide, wir sind hier wirklich komplett auf uns allein gestellt. Felix war hier schon ein paar Mal, aber noch nie zu der Jahreszeit. Ich glaube, wir werden es wieder relativ flach probieren, wie auch die letzten Tage. Aber, ja, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen tiefer fischen. 5-6 Meter mit Gummis. So Leute, zieht euch das noch rein. Das ist die Best-of-Liste aus dem See. Alter. Du bist meine Chaya. Junge, 55 Buletten. Das ist krass. Und 3040 Gramm ist der schwerste. Was mich wirklich erstaunt, wir haben am ersten Tag 2 Fuffis gefangen. Das ist jetzt gar nicht mal, also hier sind 51, aber die sind halt unfassbar schwer. Ne? Die wir hatten vielleicht so 2 Kilo. Alter, das ist schon echt Wahnsinn. 55 Zentimeter, Junge. Der hat durchgespielt. Der hat es durchgespielt. Wenn der jetzt noch 3 Kilo gehabt hätte. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück mit 3 Kilo. Und Patrick Jakobsen ärgert sich wahrscheinlich. Hätte er mal seinen Gummifisch beim Wiegen im Maul gelassen. Kommt schon die erste Wolke. Auf ein Echo. Starke Wolke und ja. Jetzt driften wir hier so. Also stellen uns so hin, dass wir mit dem Kajak dann genau auf die Stelle zudriften. Stellt sich gleich quer in den Wind und dann werfen wir zum Ufer und twitchen die Kante quasi runter. Oh, Nachläufer. Fuffi. Fuffi Nachläufer. Junge, war das ein Büffel. Fisch? Ja. Barsch. Yes. Schöner Barsch. Oh, wichtig, Alter. Boah, Junge. Hat der Kopfschläge. Alter Schwede. Ja. Auf jeden Fall ein großer. Boah. Alter. Das ist eine Bulette. Oh ja, oh ja. Boah, ist das wichtig. Come on. Jetzt komm hier rein. Oh, der hängt knapp. Der hängt knapp. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, Alter. Was für ein geiler Fisch, Junge. Boah. Oh. Oh, 1,5 Tage für diesen Fisch geangelt. Der war wichtig, Mann. Alter, der ist schwer, Junge. Junge, wie hoch der ist, wa? Voll. Das ist fast der höchste, würde ich sagen. Die anderen, also der ist auch leer, wie man hier sieht. Aber der hat einen richtigen
Specknacken. Alter Schwede. Ich glaube, 50 wird er nicht haben. Genau, 48, ne? Ja. Ja. Nice. Nice Perch. Alter Schwede. Was für ein Kaliber, was für ein Format, Alter. Das ist so krass, Mann. Passt gar nicht ins Bild. Der hat so viel Power gehabt. Er hat deutlich mehr Power als die anderen. Auch makelloser Fisch, ne? Komm schnell in Futter und dann weg. Darf er wieder. Oh, ist das eine Erlösung. Wenn ihr wirklich 9 Stunden angelt, ohne einen Biss. Heute jetzt auch schon wieder gut 2 Stunden am Start. Gucken, wie es jetzt im Laufe des Tages noch weitergeht. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Fische. Aber ich bin happy. 48. Geil. Yes. Fish on. Der hat noch nicht gemerkt, dass er gehakt ist, glaube ich. Oh, wieder ein fetter Barsch. Oh yes. Oh yes. Oh, jetzt kriege ich alles zurück, was ich gestern nicht gekriegt habe. Wieder ein schöner, dicker 40 Pluser, yes, wieder Ende 40. Yeah. Boah. Und schon ab. Boah, was für eine Maschine. Woo! Geil. 46, sag ich. 48 hat er leider. Wie der erste. Wahnsinnstiere. Der hat im Kescher aber erst richtig Gas gegeben und davor so gut wie gar nichts gemacht. Aber ich will nicht meckern. Krasse Fische, ey. Wirklich krasse Fische. Einfach nur schön. So, und der Dicke darf natürlich gehen. Und das Dreier wird er gehen. Siesta time. Siesta. Was gibt's? Agua con gas, jamón serrano, queso curado y pan con aioli. Gar nicht mal so schlecht, oder? Hört sich richtig spanisch an. Ja? Ja. Okay, gut. Sieht auch sehr spanisch aus. Ich finde noch ein paar Olivas. Kannst du mal rüberkommen kurz? Hast du einen Fisch? Hab einen Fisch. Einen großen? Ja, so Mitte 40, Ende 40. Geil. Ja, ich bin auf dem Weg. Bis gleich. Da lächelt einer. Oh, ja, hat heute sich ein bisschen gezogen. Aber? Aber? Dafür hast du jetzt gerade was gezogen. Richtig, ausdauernd. Und zwar kein Zapfen aus der Nase, sondern? Ein kleinen Zapfen aus dem See. Ein Dickerchen aus dem See. Ja. Fassbar, die Dinger, oder? Der wird auch wieder so Ende 40 haben. Das ist nicht normal hier. Das ist wirklich geisteskrank. Geiles Teil. Fettes Petri, Alter. Um messen, wa? Also 46 und 47 hatten wir noch nicht. Ich sag, der hat auch so. Ich sag 47. Ja, du kannst es schon gut schätzen. Hat er 47? 47. Der Kühe warst du. Ja, also genau 47. Ja. Ja. Leute? Läuft. Barsch, glaube ich. Yes. Mitten auf dem Plateau hier. Das ist Twitchbait. Schöner Barsch, ja. Oh ja.
Der strampelt. Ah. Wenn, dann ist ein Riesenbarsch. Nee, nee. Achtung, Achtung, der zieht voll gerade in die Richtung. Hä? Ich glaube, es ist ein großer Hecht oder ein Hecht. Oder? Vielleicht auch ein Zander, ich habe keine Ahnung. Nee, ist kein Barsch. Hä? Ein großer Fisch, Alter. Hä? Nee, nee, kommt hier vorne gerade. Ja. Ich würde echt gerne wenigstens sehen, was es ist. Ah, ein Hecht. Nee. Gut verkauft. 70er. Aber krass gefärbt. Hängt gut. Hä? Hängt gut, ja. Alter, sieht der geil aus. Junge. Mein erster Hecht hier in Spanien. Mein erster spanischer Hecht. Wirklich, ey, das wurde auch Zeit, Leute. Wir haben uns gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass wir hier keinen Hecht fangen. Von jedem, bei jedem Spotwechsel habe ich mir hier unten hängt sie, Ricky the Roach dran gemacht. Und wenn Hechte, wenn es Hechte in diesem See gibt, dann beißen die eigentlich auch darauf. Aber unverhofft kommt oft, jetzt mal beim Barschangeln eingekriegt. Und der hat mal richtig Ballett gemacht. Ist jetzt kein riesig, ich würde sagen so... Ja, 75 vielleicht, aber sieht echt richtig schön aus. Mein erster spanischer Hecht und der ist auch echt gut genährt. Da ist er. Echt schöner Fisch, ne? Schön hellbraun. Guck mal, er pisst. Hast du gesehen? Gepieselt. Ja, geiler Fisch. Schöne Maserung am Rücken und echt gut im Futter, der Boy. Geiler Fisch. Schnell ein Foto und danach auch der wieder. Rauf auf sein Krautfeld. Leute, hier sind Spots, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Geht auf keine Kuhhaut. Guckt euch mal alleine diese Bucht hier an. Mit der Brücke, wo so ein kleiner Kanal rauskommt. Hier ist ein bisschen wärmer. Hier ist nochmal ja, 15,03 Grad. Das ist nochmal wärmer als da hinten. Da waren es 14,5. Guckt euch dieses Ambiente hier an. Das ist geil mit diesen Felswänden. Richtig geil. Schön grün alles. Einfach nice aus hier. Wasser ist todesklar und türkis. Hier ist jetzt, wie tief ist hier? 5 Meter. Schön ausgespült hier wie so ein kleines Flussbett. Schon geil. Jungs. Einfach gegen mich. Fisch? Digga, ich hab's dir gerade gesagt. Fuffi oder was? Junge, ich hab gerade gesagt, guck dir diesen Spot hier an. So Leute, ich bin schon mal hier rangefahren. Beziehungsweise Felix ist schon mal rangefahren. Den Fisch schon mal gemessen. Ich schätze ihn auf 48. 49. Wirklich? Ja. Nah dran. Geil, Alter. Schöner. 49? Ja. Geil. Größte des Tages, Digga. Junge, sind das fette Monster Okuchinskis, Alter. Voll die Kartoffeln. Auch leer bestimmt, ne? Ja. Ja.
MT. Wenn der mal fett ist, wa? Also wenn der voll mit Laich ist. Junge! Ja, ich hab die Fresse noch. Voll am Platzen. Geil, Digga. Abends wird es auf jeden Fall immer ordentlich stürmisch. Wir sind da hinten hin. Wir haben schon so 4-5 Kilometer hinter uns. Ist auf jeden Fall ordentlich anstrengend. Ich bitte die Tropfen auf der Linse zu entschuldigen. Aber ich habe gerade keine Hand frei, weil hier unten muss ich lenken. Und lenken ist wichtig, sonst schwappt hier mal eine richtige Welle rein. Und viel größer als so sollen sie auch nicht sein. Wir sehen uns am Ufer, Leute. Hoffentlich. Da hinten kommt Felix. Leute, uns brennen die Beine. Heute waren wir richtige Radsportler. Alter Schwede. Morgen haben wir noch mal einen halben Tag. Wenn da noch was kommt, seht ihr das bei Instagram oder habt es eventuell bei Instagram gesehen. Vielleicht auch bei Tiggledy Toggledy. Ich habe Liste geführt. Weißt du, was wir gefangen haben? Zu viel. Wir haben in 3 Tagen gefangen 42, 43, 45, 46, 48, 48, 49, 49, 50, 50. Da braucht man sich verstecken, Alter. Guter Schnitt, guter Schnitt. Die größten Barsche unseres Lebens in so kurzer Zeit. Also bei mir auf jeden Fall. Definitiv, bei mir auch. Ah, krass. Vielen Dank, dass du mich begleitet hast. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns schon demnächst wieder. Nur die krassen Sachen machen wir zusammen. Da wird wieder salzig, Alter. Juhu. Und damit meinen wir nicht den Schweiß an den Eiern. Haut rein, Leute. Schau mal bei Felix vorbei, da kommt irgendwann auch noch ein Video. Wenn ihr mich supporten wollt, Leute, lasst dem Kanal gerne ein Abo da. Abonniert die Better Fishing Box. Guckt euch an, was für einen geilen Adventskalender wir gemacht haben. Da erfahrt ihr schon Infos und so weiter und so fort. Schaut bei Instagram vorbei. Wir sind raus. Ciao, ciao.